Heute Abend begrüße ich Sie recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come In in Biberach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Wir denken nun im zweiten harten Lockdown in Deutschland und am heutigen internationalen Tag der Dankbarkeit, dem Thank You Day, an die Menschen, denen wir dankbar sind. Im Großen und auch im Kleinen. Wir denken an die Menschen, die uns helfen, die uns ermutigen, die uns Kraft geben und stärken. Wir denken an die Menschen, die uns das Leben ermöglicht haben und Startchancen in dieses Leben gegeben haben. Wir denken an die Ärzte und an andere, die uns geholfen haben und die uns helfen. Wir denken auch als religiöse Menschen dankbar an Gott, den Schöpfer der Welt und allen Lebens und an unsere religiöse Gemeinschaft. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein freundliches Wort, ein Lächeln, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.